Anna Belazec ist neu bei GZSZ, als Brenda hat sie Luis auf dem Kika. Eine Girlsgang sorgt für Unruhe im Kiez. Bei GZSZ wird eine neue Rolle ab dem 13. Juli 2018 für ganz viel Unruhe sorgen. Brenda ist eine Mitschülerin von Luis und wird dem schüchternen Jungen mit ihrer Girlsgang das Leben sehr schwer machen. Brenda wird gespielt von Anna Belazec. Im Interview verrät die 24-Jährige mehr über ihre Rolle. Alle müssen nach ihrer Pfeife tanzen. Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten spielt Anna Belazec Luis mit Schülerin Brenda. Sie legt unglaublichen Wert auf ihr Äußeres und bildet sich viel darauf ein, sagt Anna Belazec zu ihrer Rolle, sie kennt keine Grenzen. Alle müssen nach ihrer Pfeife tanzen und wer das nicht tut, muss bitter bezahlen. Brenda ist die meiste Zeit in Begleitung ihrer Girlsgang und hat Luis voll auf dem Kika. Luis nimmt über den Sommer an einer Foto-AG teil, so wie Brenda. Die hat aber null Bock auf die AG und macht nur mit, um ihren Notenschnitt aufzubessern. Als Luis versehentlich in Brenda hineinläuft, scheint er das gefundene Fressen für sie zu sein, sagt die GZSZ-Schauspielerin. Wer weiß, was noch so passiert. Meist steht Anna Belazec mit Maximilian Braun vor der Kamera. Aber auch mit Felix van de Winter und der neuen GZSZ-Rolle Olivia Marei dreht sie viel. Anfangs hat es Brenda auf Luis Freund Jonas abgesehen. Und als sich der Konflikt dann zuspitzt, kommt auch Luis Schwester Toni ins Spiel. Wer weiß, was noch so passiert. Zu sehen ist Anna Belazec ab dem 13. Juli 2018 bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten im TV und jetzt schon vor Ausstrahlung bei TV Now. Das ist GZSZ-Schauspielerin Anna Belazec. Schauspieler Anna Belazec ist 24 Jahre alt und kommt aus Bautzen. Nach ihrem Abitur zog sie nach Hamburg, um eine Ausbildung in Schauspiel, Tanz und Gesang zu machen. Wenig später spielte sie dann in der Schweiz und stand von da an immer öfter vor der Kamera. Unter anderem war sie in der RTL-Serie Jenny, Echt gerecht zu sehen. Wenn sie nicht dreht, tanzt Anna Belazec wahnsinnig gerne und auch mit Erfolg. Ich habe bis vor kurzem noch in einer Hip-Hop-Formation getanzt. Wir sind sogar Deutscher Meister und das Jahr darauf Vize-Deutscher Meister geworden, verrät sie.